Lass die Lebenden in Frieden, Geist. Warum? Verdienen sie ein besseres Schicksal als ich? Ihr schadet euren Schwestern. Bitte, ihr schadet euren Schwestern. Spart euch das weinerliche Betteln. Okay. Lass die Lebenden in Frieden, Geist. Warum? Ich kann also die zweite Möglichkeit auch nehmen. Dann ist es im Prinzip egal, wie in welcher Reihenfolge ich das sage. Weil sie die Zukunft sind, Jammergestalt. Was? Was wisst ihr schon? Was weiß ich nicht. Ich weiß, dass euer Platz am Fluss der Seelen ist. Was immer ihr zu berichten habt, das ist Vergangenheit wie ihr selbst. Das wird sie wahrscheinlich nicht erfreuen. Ich weiß, dass euer Platz am Fluss der Seelen ist. Ein Mensch, der mich über die Ordnung der Dinge belehren will? Ihr habt sie vergessen, Geist. Ihr habt sie vergessen, Geist? Nein, nein. Ich will nur... Ihr wisst ja nicht, was geschehen ist. Was weiß ich nicht? Wie schwer es ist. All diese Trauer, die wie ein stetiger Nebel aus dem Moor steigt. Wie ein bleiernes Tuch liegt sie über uns, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Wie kann die Waldgöttin uns so strafen? Ich habe der Trauer immer standgehalten. Warum musste ich sterben? Weil es den Tod nicht kümmert, wie tapfer ihr wart. Tapferkeit verleiht euch keine Haut aus Stahl. Kein Gott hat euch jemals ewiges Leben versprochen. Wohl wahr. Ihr wart stark und habt ein ehrenvolles Leben geführt. Nehmt es mit als Traum, wenn ihr auf dem Fluss der Seelen reist. Der Fluss? Werde ich wirklich träumen, dort, in den silbernen Wassern? Wer weiß das schon? Ja, das hat offenbar geklappt und außerdem war sie eine verdammt gute Bauchrednerin, muss man mal sagen. Die nächsten Einheiten der Elfen gehören damit uns. Wir sind frei von dem Fluch. Sie sammeln sich alle hier. Sie kommen alle wieder zusammen. Damit fehlen noch 3 weitere Geister. Hier haben wir einen wilden Klagegeist. Hoffentlich reißt er mir nicht sämtliche Kleider vom Leib. Hey du! Vielleicht habe ich was, was dir gefällt. Geist, verschwinde! Lass den Lebenden ihren Frieden! Verräter, Blender, ich hasse euch! Ihr Menschen seid an allem schuld. Ihr habt uns verdorben. Könnte ich es euch nur heimzahlen? Dann versucht es doch! Kämpft! Oh Gott, okay, die will definitiv kämpfen. Sie ist allerdings alleine und bei weitem nicht stark genug. Also sie hat zwar 5000 Leben, das klingt jetzt erstmal viel, aber wir wissen, dass es auf jeden Fall bekämpfbar ist. So, was haben wir hier? Wir haben Lebensraub. Wir haben außerdem den göttlichen Blitzschlag, das ist ganz gut. Mit genügend Waffengewalt ist sie dann letztendlich auch zu besiegen. Wenn sie nicht gerade die ganze Zeit auf Lyra gehen würde. Hat sich das schwächste Glied der Kette rausgesucht. Ganz schön geschickt, die Olle. Ja, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass jetzt der nächste Rachegeist erlöst ist. Zurück. Hier haben wir noch was zum Looten. Wir haben das Formen von Gedanke und Erinnerung. Ein Schriftstück der Waffenschmiedekunst. Wen wir damit wohl überraschen können. Es gibt sicherlich bei Siebenburg im Handwerksviertel irgendwen, der sich aufs Schmieden versteht. Vielleicht können wir da ja mal vorbeischauen. So. Dann haben wir hier einen einsamen Klagegeist. Und einen ängstlichen Klagegeist noch. Na, die werde ich doch wohl nur in den Finger wickeln können, oder nicht? Ich bin ein typischer Frauenversteher. Ich weiß, was die Ladies wollen. Geist, zurück mit dir ins Grab. Mein Grab ist leer, so einsam. Sie haben mich zurückgelassen. Niemand hat euch begraben?
Im Süden. Sie haben mich zurückgelassen. Kein Garab, nur fauler Morast, wo man einsam kann. Gut, ich werde eure Leiche begraben. Ja. Das sollte sie besänftigen. Gut. Ich werde eure Leiche begraben. Im Süden. Ein totes Haus. Weit blickt man von dort. Okay, das meinte die Königin also von wegen, dass man auch mit Taten die Geister besänftigen kann. Wir sehen aber sehr viele Dämonen. Mit knapp 2000 Leben, fliegende sowie auch am Boden kämpfende. Die sehen sehr komisch aus, muss ich sagen. Die Klauen von denen erinnern mich eher so irgendwie an Insekten. Ich weiß auch nicht warum. So ein Krebs oder so. Oder irgendwie so ein Skorpion. Eher so ein Skorpion. Reden wir nochmal mit dem ängstlichen Klagegeist. Geist, gebt Frieden. Ich kann nicht. Ich bin verdammt. Die Botschaft. Sie ist fort. Welche Botschaft? Ich habe sie verloren. Ich muss sie der Königin bringen. Die Verstärkung wird nicht kommen. Es waren Dämonen überall. Ich habe sie verloren und konnte sie nicht finden. Ich elende Närrin. Eure Botschaft wird die Königin erreichen. Sie muss, aber ich kann sie nicht finden. Da war ein Turm und Dämonen, überall Dämonen. Überall Dämonen. Das habe ich irgendwann schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ja, okay. Also um diese beiden Klagegeister zu befreien, müssen wir uns erstmal hier durch Dumora so ein bisschen kämpfen. Sumpflauerer. Oh Gott, die sehen so komisch aus. Haben die überhaupt Augen? Kämpfe ich hier gegen blinde Gegner? Naja, wir nehmen uns auf jeden Fall unsere Truppe. Da sind auch einige Heiler dabei. Das ist ganz gut. Und legen uns jetzt mit den Dämonen an. Die Verstärkung von einer ist noch nicht gekommen. Das heißt, wir haben auch die Soldaten des Bundes noch nicht. Hier sehen wir zwar ein Haupthaus, aber uns fehlen noch dafür die Arbeiter. Aktuell geht es also nicht darum, eine Basis aufzubauen, sondern erstmal die Aufgaben der Königin zu erfüllen. Hier haben wir auch Nebelelementare, die genau aussehen wie die Erdelementare, abgesehen von der Farbe. Auf der Minimap erkennen wir schon, dass es hier wirklich viel Viehzeug gibt. Und dass wir wirklich vorsichtig zu Werke gehen müssen. Hier ist ein schleichender Terror. Jetzt habe ich mittlerweile 3 Leute in meiner Heldengruppe, die dieses Gewitter können. Das ist einfach total krass. Ja, ich muss sagen, dass ich in Spellforce 2 die Elfen ein bisschen schlagkräftiger finde als in Spellforce 2 noch. In Spellforce 1. Man sieht die Windschützinnen, also die Waldläuferinnen hier, die haben eine sehr, sehr hohe Reichweite. Das macht sie schon wesentlich stärker als die Armbrustschützen der Menschen, aber sie haben auch eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit und machen mehr Schaden. Also das ist wirklich gewaltig. Hier liegt jemand. Das ist die Leiche des Klagegeistes. Wir begraben sie. Und es sieht so aus, als würden wir ihr Blut, unser Blut geben. Euer Bluttransfusion. Lebe! Endlich kann ich wie meine Schwestern ruhen. Schlafen bis ans Ende der Zeit. Okay. Ah, gut. Ja. Wir sind frei von dem Fluch. Dann fehlt jetzt nur noch der Turm. Da sehe ich hier einige Nebelelementare, die es zu überwinden gilt. Die machen wahrscheinlich auch so einen ziemlich heftigen Nahkampf, so einen Fernkampfangriff. Bald kehren die Dämonen zurück. Beeilung! Oh je. Wir stehen also noch unter Zeitdruck. Das Flüstern. Die Dämonen. Macht euch bereit! Nein, ich schaffe es. Ich weiß, dass ich es noch schaffe. Ja, des Nachts kommen, wie gesagt, die Dämonen raus und ergötzen sich an dem Leid der Mor hier.
Doch das werden wir schon bald beenden. Die Dämonen werden dann auf jeden Fall nichts mehr zu lachen haben. Da ist die verlorene Botschaft. Und jetzt müssen wir uns schnell auf den Rückweg machen. Denn wie gesagt, die Dämonen stehen schon bereits vor der Tür, mehr oder weniger. Und wir müssen sie zurückschlagen. Bis wir dann letztlich selbst unser Basislager aufschlagen können. Und dann können wir auch mit Türmen alles befestigen. Wow, also hier waren auf jeden Fall viele dabei. Die erste Schlacht sehen wir hier schon. Verteidigt Dunmora gegen die Dämonen. Ich kann ja mal zu dem Geist zurückkehren. Da befindet sich... Oh! Da sind die Dämonen ja schon. Lebensdieb. Schaut euch das mal an hier. Schon ziemlich heftig. Warum kommen die anderen denn nicht? Sind die bekloppt? Hallo? Habt ihr sie noch alle? Wie wär's mal, wenn ihr mir helft? So irgendwie? In der Richtung? Ja, die haben ziemlich viel Leben. Ihr seht hier schon 4000 noch was. Der hilft im Prinzip nur viel heilen und viel Fokusfeuer. Das ist nur die erste von einigen Schlachten, die wir kämpfen werden. Fokusfeuer! Haltet sie auf! Kümmert euch mal um den hier. Jetzt haut er ab. Dann nehmen wir uns halt die vor. Nehmt sie aufs Korn! Solange meine Druidinnen nicht den Geist hier aufgeben und immer schön fleißig heilen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Momentan kommt man noch gut dagegen an. Jared und Bohr stehen so ein bisschen dämlich in der Gegend rum. Aber so ist das nun mal, wenn man nichts weiter als ein Schwert in die Hand nehmen kann. Und vielleicht noch seinen eigenen Penis. Penis! Schächt sie nieder. Aktuell habe ich noch keine Einheit verloren, so wie es scheint. Das ist gut. Könnte hier der letzte Dämon gewesen sein. Die Dämonen verschwinden. Ja. Puh. Damit haben wir die erste Schlacht tatsächlich Shaikan, geschafft. Kommt zur Königin. Sie muss mit euch sprechen. Ich wollte eigentlich mit dem Klagegeist reden. Kann ich das nicht mehr? Da stand eigentlich, dass ich zurückkehren soll zum Klagegeist. Offenbar geht das jetzt nicht mehr. Aber ich wollte doch den Quest erfüllen. Ich meine, ich habe das Schriftstück doch. War ich vielleicht nicht schnell genug? Möglich ist es. Aber vielleicht kriegen wir nochmal die Chance. Vielleicht müssen wir das Schriftstück auch einfach direkt zur Königin bringen. Wir haben echt schon eine ganz schöne Streitkraft zusammengekriegt. Wir haben gesiegt. Sie werden wiederkommen und Rache nehmen. Ich danke euch. Wenigstens können wir so kämpfend untergehen.
Mensch, hier kommt eure Verstärkung. Wie viel Zeit haben wir, eine Verteidigung aufzubauen, bevor die Dämonen wiederkommen? Bis zur nächsten Stunde der Geister, wenn das Flüstern erklingt. Wenn wir den nächsten Angriff abgewehrt haben, dann müssen wir alle Kräfte sammeln und nach Norden ziehen. Erst wenn wir ihre Tore zur Oberwelt zerstören, haben wir endgültig Frieden. Okay, dann ist das jetzt unsere Aufgabe. Wir haben jetzt einige Handwerker gekriegt. Die werden uns auf jeden Fall hilfreich sein. Wir haben 18 Minuten Zeit, bis so das nächste Flüstern erklingt. So sehen wir auch dich wieder, Lya von den Shaikan. Scham hielt mich fern, Königin. Wir kennen das Feuer deines Blutes. Du musstest diese Lektion lernen. Um welchen Preis, Königin? Was war denn gewesen mit dir und der Königin, Lya? Wie viele Shaikan kam ich hierher, um Demut zu lernen? Mein Blut hat es mir verwehrt. Viele Elfen sind meinetwegen gestorben. Klingt nicht sehr nett. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt die beiden Gebäude der Elfen, die dazugekommen sind. Einmal die Elfenfestung, das Äquivalent zur Festung der Zwerge und der Menschen. Hier können wir die drei Einheiten der Elfen bauen. Und außerdem den Elendschrein, der es uns eben direkt ermöglicht, die Druiden zu bauen. Ich werde jetzt einige Schützen produzieren. Und hier müssen wir jetzt gleich noch die Rohstofffelder freikämpfen. Kann ich nochmal mit der Königin reden? Elen prüft uns. Ja, ich habe eine Nachricht für euch. Königin, ich habe eine Nachricht für euch. Das... Der Angriff, von dem hier gesprochen wird, liegt lange zurück. Viele sind gefallen damals. Unser Wille war gebrochen. Und dann kamen die Klagegeister. Die Botin hatte die Nachricht verloren. Sie ist nun durch ihre unvollendete Aufgabe an diesen Ort gebunden. Sie ist selbst ein Klagegeist geworden. Werdet ihr der Botin verzeihen? Ja. Diese Nachricht hätte uns nicht gerettet. Im Gegenteil. Sie hätte uns in die Verzweiflung gestürzt. Ich verzeihe ihr. Möge Elen ihr Frieden geben. Oh Mann, das heißt, dieser Klagegeist leidet im Grunde seit Unzeiten umsonst? Weil sie im Prinzip das Richtige getan hat, indem sie die Nachricht nicht abgegeben hat? Oh Mann. Manchmal glaubt man wirklich, das Richtige zu tun und liegt einfach vollkommen falsch. Es gibt noch mehr Rohstoffe außerhalb der Stadt. Aber der Sumpf dort ist gefährlich. Ja, hier werden uns jetzt die Rohstoffquellen angezeigt, die es hier gibt. Am wichtigsten ist jetzt erstmal auf jeden Fall hier Eisen. Denn ohne Eisen kommen sie überhaupt nicht voran. Lenia wird jetzt auch sehr wichtig. Da werden wir gleich noch sehen, warum. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gesehen. Also wenn man hier mal bei den Elfen guckt, die kosten halt beide Lenia und Silber. Silber habe ich jetzt auch gar nichts mehr. Immerhin habe ich nur diese drei Schützen hier dazu gekriegt. So, jetzt reden wir nochmal hier mit denen. Die Königin hat eure Nachricht erhalten. Und sie verzeiht euch. Es trifft euch keine Schuld. So ist mein Name reingewaschen. Der Fluss der Seelen erwartet mich. Sehr schön. Und damit haben wir alle Klagegeister auf unserer Seite. Die Trauer verfällt. Ja, wir sehen hier, dass sich quasi der Sumpf gegen uns erhebt. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Gott sei Dank sind die lange nicht so stark wie die Dämonen. Komische Schlammgolems hier. Weg mit euch! So. Gebt mir unbedingt ein paar von denen. Ich brauche mal hier irgendwie ein Lenia-Vorkommen. Haben wir irgendwo Lenia? Hatten wir doch hier. Habe ich doch irgendwo gesehen. Hier. 1600. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich kann ja hier schon mal mir die Zwergenerweiterung holen und dann die Menschenerweiterung. Wir müssen eigentlich unsere Rohstoffquellen gut sichern. Am besten mit Türmen. Wir vereinen jetzt mal hier unsere Truppen. Mittlerweile sind wir auf 41. Das ist schon eine ziemlich große Streitkraft, muss man sagen.
So, und jetzt nehmen wir noch die Menschenerweiterung. Dann haben wir tatsächlich zum ersten Mal alle drei Erweiterungen des Bundes beisammen. Wir sollten uns mal Richtung Silber orientieren. Ich teile dazu meine Armee mal auf in zwei Teile. Ja, das sollte mehr oder weniger ein bisschen gleichwertig sein. Ich muss mal gucken. Hier haben wir 24, hier haben wir nur 17 und einen meiner Helden. Da will ich eigentlich gerne nochmal, das ist Bohr, ne? Und dann nehme ich nochmal Shai dazu. Und mit der Truppe gehen wir in die Richtung. Wir haben jetzt noch 12 Minuten, das sollte eigentlich ausreichen. Hier nochmal ein paar davon. Ansonsten brauchen wir definitiv Bauernhöfe. Das Gute ist, dass all die Elfen, die wir jetzt schon haben, zu unserem Einheitenmaximum nicht dazu gezählt werden.